Was ist das denn? Ja, also wer ist das denn? Also wer bin ich? Ich bin der Philipp Franz. Nein, ich bin Brot. I am Bread. Ich bin eine Scheibe Toast. Das Spiel heißt I am Bread und ist ein Brotsimulator. Ich bin eine Scheibe Toast, die gerade hier auf diesem Tisch rumrandaliert. Das Spielprinzip ist bei diesen... Oh Gott, guck mal, was alles an mir dran klebt. Fischgräten. Ich spiele das hier mit dem Controller und die Schultertasten hier hinten, so, seht ihr? Die sind die Ecken, ne? LT, RT, das sind hier rechter, linker Trigger und von die beiden vorderen Trigger. Und die drücke ich dann halt, dann hält sich das Brot fest an der Stelle. Also das ist dann quasi der Winkel, um das es rotiert, ne? Jetzt halte ich RT gedrückt und kann jetzt da rumschwingen quasi. So, in diesem Level habe ich die Aufgabe, das ist jetzt der Story-Modus, habe ich gerade gekauft, kostet, glaube ich, 4 Euro bei Steam oder so. Hatte ich mal von gelesen und ich dachte so, wie geil ist denn das? Das kommt so aus dieser ganzen absurden Simulatorenwelle. Der Gold Simulator, das muss ich auch mal nochmal machen. So, aber nichtsdestoweniger ist meine Aufgabe als Toastbrot, der ich jetzt hier gerade schon den ganzen Tisch verwüstete, der Toastbrot, der ich bin, getoastet zu werden. Das heißt, da hinten seht ihr den Toaster, das ist meine Aufgabe. Oh, das klappt ziemlich gut, ne? Die Steuerung ist übrigens auch genau wie, über Octodad, falls ihr das kennt. Wow, 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 wow. Oh nein, oh nein, oh nein, was passiert? Wir sind, oh, wir werden schmutzig. Falsch rum, falsch rum, falsch rum. So. Oh Gott, seht ihr oben das Schmutzmeter? Da könnte dieser Stuhl bitte aus dem Weg gehen. Oh Gott, oh Gott. Jetzt muss er, das ist gar nicht so leicht, Leute. Bei Octodad, es ist halt, die Spiele sind dadurch witzig. Die sind halt ideal zum Let's Playen und die funktionieren auch nur als Let's Play. Weil, obwohl, das hier muss ich jetzt dazu sagen, ich habe das eben mal ganz kurz angespielt, um zu gucken, dass das alles geht. Und ich habe mich tot gelacht, weil einfach, wo ihr werdet schon noch... Nein, mein Grip lässt nach. Ich kann mich nicht ewig festhalten. Nein! Ja, schnell, schnell hoch. So. Wir klappen uns jetzt hier einfach hoch. Das ist nicht koordinationstechnisch nicht ohne... Okay. Octodad ist so und das letzte, was ist das denn? Habe ich doch mit Alex gemacht. Habe ich Mount Your Friends gespielt. Mit denen. Und da ist die Steuerung genauso, dass man quasi. Ey! Okay, wir dürfen nicht über die Erde, weil wir dann schmutzig werden. Die Fischgeräten sind offensichtlich kein Problem. So, das ist auch nur der Einspielmodus von ganz vielen, weil nämlich die Entwickler. Was jetzt? Oh nein, was ist das denn? Es ist der Ameisen! Forever unclean! Oh Gott, ich habe heute schon zu viel aufgenommen. Ich bin schon ganz heiser. Ja, auf jeden Fall, die Jungs, das Entwicklerstudio, das dieses Spiel gemacht hat, die haben auch mit den Leuten vom Goat Simulator scheinbar zusammengearbeitet. Den Modus zeige ich euch gleich noch. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ihr seht hier oben in der Mitte ist unser Grip halt, ne? Wie hart wir noch greifen können. So. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein! Und es ist wirklich, wirklich schwierig. Die beiden. Man muss ja immer sich überlegen. Oh. I'm not toast. Das war nicht gut. Ich zeige euch mal den anderen Modus. Das hat nämlich unglaublich viele Modi. Also das war jetzt der Story-Modus, ne? Da gibt es halt verschiedene Räume, in denen man verschiedene Aufgaben erfüllen muss. Da gibt es halt das Bagel Race, da muss man mit einem Bagel durch die Gegend rollen. Cheese Hunt, da muss man scheinbar Käse. Hier kann man frei rumlaufen. Es gibt Rampage und Rampage. Auf jeden Fall, wie ihr schon hier die Ziege seht, das ist die von Goat Simulator nämlich. Die haben nämlich zusammengearbeitet. COG gibt es auch. Was es alles gibt, also ne, für so ein Quatschspiel gibt es hier wirklich viel, viel, viel Content. Und man kann auch Star Wars und Team Fortress 2 freispielen. Aber egal, wir wollen spielen, wir wollen spielen. Ich wollte euch Rampage zeigen. Das ist nämlich einfach unglaublich gut. Da seht ihr, die 4 Runden habe ich eben schon gespielt, weil ich einfach nicht aufhören konnte. Weil es so unglaublich witzig ist. Denn wir sind jetzt, wir sind Bread. Aber diesmal sind wir ein Baguette. Le Baguette. Und das, wir müssen jetzt einfach so viel wie möglich zerstören. Das ist einfach so witzig. Stell dir mal vor, ihr habt ein Baguette in eurer Küche, was rumrandaliert und ausrastet und alles kaputt haut. Alles zerstören. Bin ein Zerstörungsbaguette.
Ich kann auch, warte mal, wenn ich das clever mache, kann ich hier was festhalten und das so als Hammer benutzen. Ah, das ist nicht so leicht übrigens. Oh. Hä? Hä? Geil, wir machen den Turbo-Toastator-Schlag. Freundin von einem Kumpel von mir, sie beherrscht den Rotator-Schlag. Das ist ein möglichst harter Schlag. Nein! Oh, okay. Hallo! Hallo! Okay, okay, okay. Nein, wir müssen da wieder hoch. Wir müssen mehr Vernichtung sehen. Hat, soweit ich jetzt gesehen habe, keinen Multiplayer-Modus. Oh nein, hier ist doch... Das ist ja gut. Tschala! So, jetzt habe ich wieder... Hier, wenn ich das schnappe, dann kann ich die Sachen... Wenn ich noch blau drücke, dann kann ich die Teile noch wegfeuern. Aber ich muss sagen, von diesen Quatschspielen, ne, die ich bisher so hier bei... Was ist das denn gespielt habe, ist das hier wirklich... Also, Mount Your Friends war geil, auf jeden Fall. Und natürlich war auch What's Under Your Blanket witzig, aber das hier ist halt einfach, also das, ich glaube, das kann man auch echt eine Weile spielen. Das ist wirklich, wirklich motiviert. Aber auch wieder, wie Alex letztens schon gesagt hat, vielleicht eine Kiste Bier hinstellen, ein paar Freunde dazu und... Wow! Ein paar Freundinnen auch. Alter Lachs, ich raste völlig aus. Ein alter Baguette. Und das hat auch so viel Content. Das macht so viel Spaß. Das ist so witzig. Ich bin ein Randale-Baguette. Fürchtet das mächtige Randale-Baguette. Ah, ja, auch hier wieder die Frage. Soll ich das auch nochmal let's playen? Soll ich das mal durchspielen? Interessiert euch das? Ich find's witzig. Ich bin gerade zu doof. Nein, nein, nein. Okay. Ah, das sind englische Schulnoten. Wir haben jetzt ein C bekommen. Das ist nicht schlecht. Aber wir gehen nochmal ins Menü. Wir gucken nochmal, was es noch gibt. Cheese Hunt. Was ist Cheese Hunt? Ich weiß nicht, was Cheese Hunt ist. Und wie gesagt, für den Preis völlig cool. Also... Okay, jetzt sind wir. Integrität. Okay. Wir sind. Kneckebrot. Ich denke mal, wenn das runterfällt, geht es kaputt. Aber wir sind immun gegen Ameisen. Haha. Aber wo ist denn der Käse? Wir müssen Käsescheiben suchen. Oh, wenn ich zu hart haue. Links. Das ist ganz fieses Umdenken. Stellt euch das mal vor, ne? Ich muss jetzt halt die beiden Trigger hier hinten drücken. Und dann rolle ich über die Kante. Ich darf nicht so hart hauen. Wo ist denn der Käse überhaupt? Seht ihr irgendwo Käse? Da oben! Ah, da oben ist Stinkekäse. Nein! Nur links. Nein! Nur rechts. Nein! Linker Trigger, rechter Trigger. Oh Gott, das macht mein Gehirn kaputt. Mein Gehirn ist ganz durcheinander. So, jetzt müssen wir den Jenga-Berg hoch, der natürlich in jeder Küche steht. Das sieht so witzig aus. Hoch! Ah, nein! Ha, wir haben es geschafft. So, und jetzt nochmal hoch. Da ist doch der Käse. Das ist doch der Stinkekäse. Give all the cheese. All your cheeses belong to us. Muss ich den festhalten oder was? Ich hab den Käse. Ich kann mich übrigens auch so ein bisschen, kann ich auch robben. Das mache ich mit dem Stick. So, links. Hey, wo? Nein, rechts. Nein. Also wenn man das dann einmal raus hat, dann klappt das ganz gut. Nur dieses Umdenken ist halt richtig abgefahren. Ah, der Käse klebt jetzt. Und halt mega gut belegt. Ich kann dabei gar nicht so viel erzählen, weil das so kognitiv fordernd ist. Jetzt bin ich hier oben auf dem Küchenschrank. Will ich denn da überhaupt hin? Und ich habe auch Angst, dass ich Kapotski gehe. Oh nein, mein Grip lässt auch nach. Oh nein, wir sind doch Kneckebrot. Oh, okay. Also, das war ziemlich gut. Roll dich rüber. Die Mucke ist auch großartig. Also, das ist... Nein! Wir leben noch. Wir sind noch integer. Wo ist denn hier der restliche Käse versteckt? Bestimmt im Kühlschrank. I love toast. I love toast. Spaßiger Wortwitz. Nein, falsch. So. Also, ne, wenn ich das verstehe, ich muss dann so. Wisst ihr? Sehr abgefahren. So. Aber das hier ist auf jeden Fall von den Spielen, die ich bisher gespielt habe. Mount Your Friends, wenn ihr Freunde habt, die ihr mounten wollt,
ist das auch auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Das hier ist mega witzig. Also ich bin, ich kann nicht sagen, wie lange das Spaß macht, ne? Ach, das kommt übrigens auch so ein bisschen aus, die Spiele, die halt auf uns ihrer Steuerung witzig sind. Auch kennt ihr den Surgeon Simulator? Den habe ich auch. Fällt mir gerade ein. Den muss ich auch noch mal spielen. Wo man ein Chirurg ist. Mann! Blöder! So, ja, aha. So. Ah, das ist Physik. Nein! Öffne die Tür! Ja. Nein, die geht wieder zu! Es ist ein Skandal. Es ist der reinste Skandal! Der Surgeon Simulator, da ist man ein Arzt und muss einen Menschen operieren. Auch mit einer Steuerung, die genauso unmöglich ist wie das hier. Weil wenn ich das hier mit WASD spielen würde, wäre das ja mega langweilig. Wenn ich das hier einfach so steuern könnte. Aber das hier ist doch schon völlig im Argen, das arme Brot. Na komm schon! Okay, wir geben den Kühlschrank auf. Ja, hängen aber am Kühlschrank fest. Ich wollte dieses Format doch eigentlich immer kurz halten, aber es macht zu viel Spaß. Also, könnt ihr euch das vorstellen, dass das wirklich viel Spaß macht? So, jetzt die Trick. Nein! So. Ja, klappen dann! Und es sieht übrigens auch echt ganz cool aus. Ich denke mal, es wird die Engine sein, die auch der Boat Simulator benutzt. Okay, das ist nicht zielführend hier. Bin zu doof. Deswegen gucken wir jetzt noch einmal, was es noch gibt. Also auf jeden Fall, 4 Euro, was das gekostet hat oder so. Mega gut. Also lohnt sich auf jeden Fall. Zero G, Rome, Rampage. Wir probieren uns noch einmal Rampage. Vielleicht sind wir dann eine Mini-Ziege. Das fände ich gut. Ach, wollte ich auch noch, ne? Oh, wir sind die Ziege vom God Simulator. Aber mit der Steuerung von I Am Bread, das ist ja mega gut. Guckt euch mal die Zunge an. Ich bin eine mächtige Zerstörungsziege. Oh Gott. Nein, warum? Wir müssen noch in den Schrank mit den Gläsern. Oh Gott, die Ziege randaliert völlig rum. Nicht auf den Herd. Das ist bestimmt gefährlich. Okay, das sind die Beine. Hier sind die... Also, das sind alles Beine. Aber ich will doch... Oh! So, und das ist genau wie beim Toast. Ich steuere halt hier... Ich sag immer, wo das festgehalten wird und worum dann rotiert werden soll. So, rechter Trigger, linker Trigger. So. Der magische Ziegenüberschlag. So, ins Glasregal rein! Nein, das müssen wir noch schaffen. Nicht... Nein, du doofe Ziege! Nein! So, jetzt gehen wir über die... Huch! Okay, wir werfen die Ziege jetzt. Ziege! Ja! Wir sind die Mega-Ziege! Fürcht unseren Ziegenzorn! Schnapsglasregal! Stellt euch das mal vor, ihr habt so eine verrückte Ziege bei euch in der Küche. Da muss ich auch die ganze Zeit bei dem Baguette, deswegen finde ich das so lustig, die Vorstellung. Einfach ein Baguette in meiner Küche ausrastet. Jetzt will sie aber wirklich nicht mehr, die Ziege. Das ist aber auch wirklich schwierig. Ah! Yeah! Okay, wir waren nicht so gut. Aber es reicht jetzt auch. Leute, kauft den Red Simulator. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich habe Tränen in den Augen tatsächlich. Ich habe alleine gespielt. Also stellt euch das mal vor. Ladet ein paar Freunde ein. Trinkt Bier oder Apfelschorle. Und Freundinnen ladet da auch alle. Ladet alle ein. Überhaupt kein Problem. Die 4 Euro sollte es wert sein. Das ist so viel wie ein Bier in der Kneipe. Ein groß, sehr großes Bier. Mega. Kauft euch das. Super. War ganz fertig. Was ist das denn? Ist super. Ist einfach super. Ist wirklich eine ganz klare Empfehlung. Bis gleich, ne?